Ja, guten Morgen Leute. Wir befinden uns hier heute in Schwelm am Hauptbahnhof und Busbahnhof. Es ist 12.15 Uhr und wir brechen auf zu einer Wanderung. 28 Kilometer circa werden das werden bis nach Wetter an der Ruhr. Wir sind sehr gespannt, was uns heute erwartet, denn hier sind wir noch nie gewesen. Wir befinden uns jetzt hier im Schwelmer Stadtwald, denke ich mal. Hier ist so ein kleiner Teich hinter mir. Ja, wir sind durch die Innenstadt geführt worden von dem Wanderweg, wie ihr gerade gesehen habt, und sind eigentlich sehr beeindruckt, weil wir waren nämlich natürlich doch schon mal in Schwelm, sind aber in die andere Richtung gegangen. Und von daher haben wir nur so ein paar Häuser gesehen und die war nicht so wirklich schön. Ja, jetzt wie gesagt die schöne Altstadt mit den Impressionen, die ihr gerade gesehen habt. Dann eine kleine Landstraße und jetzt sind wir hier im Wald. Ja, und wir freuen uns auf unser Abenteuer. Bis später. Ja, dann geht's mal wieder los und unser nächstes Highlight sind die Klutathöhlen im Ennepetal. Da wollen wir heute mal dran vorbeigehen oder auch gucken, was da so los ist. Ihr seht,
ist hier alles ausgetrocknet. Ja, aber im Gegensatz zu dem Wanderweg, den wir damals gegangen sind, ist dieser Weg hier sehr schön, führt über sehr viele Hügel, Berge, durch Wälder und vor allen Dingen der Untergrund ist hier ganz besonders gut. Oft Gras oder so Waldboden mit Tannennadeln drauf, also lässt sich wirklich sehr gut gehen. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Ennepetal. Die Klutertüren warten. Ja, und im Gegensatz zu dem Weg von letzter Woche haben wir jetzt natürlich hier quasi Natur pur, obwohl wir gerade hinter mir an so einer Fabrik vorbeilaufen. Aber ansonsten habt ihr es ja gerade gesehen. Also wie gesagt, nicht Industriekultur, sondern Natur. Nachdem wir jetzt durch das Heilenbecker Bachtal gegangen sind, wie ihr gesehen habt, war da Haus Heilenbecke, denkmalgeschütztes Haus hier in der Umgebung, sind wir jetzt durch Ennepetal-Milzpe, durch den Ortsteil Milzpe, gehen entlang, ich nehme mal an der Heilenbecke, ja, und gehen jetzt in Richtung Klutertöle. Bin mal gespannt, ob der Wanderroutenplaner das so geplant hat, dass wir auch dran vorbeikommen. Der Wanderweg hat uns tatsächlich an der Klutertöle vorbeigeführt. Ja, wir haben auch mal reingefilmt, aber da war gerade eine sozusagen geschlossene Gesellschaft, also Leute, die eine Führung gebucht hatten. Und da wir keine Führung gebucht haben, konnten wir nicht mit. Aber eigentlich sind wir ja nur auch zum Wandern hier und nicht zum Höhlenklettern. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Wir befinden uns jetzt hier in Ennepetal-Milzpe am Busbahnhof. Ja, wir haben die Wanderungen abgebrochen. Nach der Klutertöle sind wir doch ein Stück weiter gegangen, aber es ist sehr schwül und drückend und es sieht so aus, als ob gleich richtig dolle Gewitter kommen. Vielleicht seht ihr das auch schon. Ja, und wir haben keinen Bock, irgendwie mitten in der Wildnis von einem Gewitter überrascht zu werden und dann da eventuell mit Blitz und Donner, dass noch was passiert. Da muss man auch mal vernünftig sein, das ist schade. Wir sind ungefähr 15 Kilometer gegangen. Ich schaue nachher noch mal nach und sage es euch dann oder wir blenden es unten ein. Ja, diesen Weg werden wir bestimmt noch einmal machen und wir verabschieden uns für heute. Ja, schade, dass es nicht weitergeht, aber so ist das halt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder wandern im Ruhrgebiet.